Hallo und Servus zu einer neuen Folge von Let's Play Let's Design Cities Skylines 2. Ich freue mich, dass du wieder dabei bist. Ja, weiter geht's mit einer neuen Folge hier im Winter in Jakobingen. Es hat aktuell 10 Grad Sonnenschein und das klingt eigentlich gar nicht so schlecht. Ich hoffe, dass es noch ein bisschen durchhält und nicht der erste Schnee bereits in die Stadt fällt. Nicht, weil er mir nicht gefällt, sondern weil ich eher denke, dass wir ein Wärmeproblem bzw. ein Energieproblem bekommen könnten. Und da wir sowieso ziemlich viel Probleme in der Stadt haben, wäre das etwas, was wir jetzt nicht unbedingt auf der To-Do-Liste abarbeiten müssten. So, jetzt geht's aber auch schon los. Und zwar, wir sind positiv, positive Bilanz. Und zwar ganz genau, ist zwar nur aktuell 6200, aber eine gute Stadt hat ja nicht das überdrüber große Gewinn, sondern eine gute Stadt funktioniert, indem ja die Haushaltskosten sozusagen gedeckt sind. Und wenn ein bisschen ein Gewinn abfällt, ist es natürlich gut. Aber primär geht es darum, dass eigentlich alles reinvestiert wird. Und aktuell, oh, der große Sprung auf 30.000 Sim-Dollar oder wie man die Währung auch immer nennt oder 30.000 Geld. Keine Ahnung, wie du dazu sagen möchtest. Ich sage jetzt einfach mal 30.307 Geld und es wird noch ein bisschen mehr. Sehr gut. Was habe ich getan? Ich habe zum Beispiel hier den Frachtbahnhof, da der Import-Export überhaupt nicht funktioniert, habe ich einfach die Linie gestoppt. Also es gibt aktuell keine Frachtbahnhofzüge oder keine Züge, die den Frachtbahnhof ein- und ausfahren. Und ich habe ihn auch auf Pausieren gestellt und somit benötigt er nur mehr 10% und das sind statt 30.000 nur mehr 3.000. Und das bringt dann auch schon einen ordentlichen Boost. Und ich glaube, genau deswegen sieht man, dass es sich hier eingependelt hat. Die Nachfrage nach Wohnung oder nach großen, hoher Dichte ist gegeben und da würde ich jetzt gleich einmal ein neues Gebäude dran setzen, bevor sich der Computer wieder anders überlegt und setze hier mal ein Gebäude hin. Das müsste jetzt dann eigentlich gleich gebaut werden und dann sollten die dann auch hier gleich einziehen können. Schauen wir mal, ob das so funktioniert. Lassen wir ihnen das einmal, weil da ist überall recht viel los. Also die sind zufrieden mit ihrer Wohnsituation. Bisschen Platz hätten wir noch. Und ich hoffe, dass das Ganze dann auch angenommen wird. Wir haben aber noch ein paar andere, sage ich mal, Optimierungsmöglichkeiten, beziehungsweise wir haben auf jeden Fall noch ziemlich viel Optimierungsbedarf im Bereich der Industrie selbst. Denn auch hier gibt es das Problem, dass wir einige Dienstleistungen bzw. einige Sachen nicht mehr selbst ordentlich produzieren können. Und das wären eben die Hühner bzw. die Tierprodukte oder die Nutztierprodukte. Und das müssen wir auf jeden Fall noch verbessern. Jetzt habe ich offscreen schon, ich hatte hier eine Überlandleitung, also eine Starkstromleitung, die habe ich bereits unter die Erde gesetzt. Ich zeige das ganz kurz her. Also die läuft bereits hier unten drunter und connected da drüben. Und dementsprechend würde ich ganz gerne jetzt Folgendes tun. Und zwar, die Nutztiere kann man ja überall pflanzen. Jetzt machen wir mal kurz Pause, damit wir das Spiel nicht komplett zerstören. Und werden mal schauen, wie viele Möglichkeiten der Nutztiere haben wir denn hier. Also wir haben aktuell hier das Pelican Biofuel. Und wir haben hier die Doppelbock. Nicht Doppelbock, sondern Doppelbock. Und die produzieren unsere Nutztiere und da werden wir ihnen jetzt daneben noch so etwas hinstellen. Ich überlege gerade, ob ich die Schnellstraße nicht noch ein wenig umändere oder ob ich das dorthin stelle. Ich glaube eher, ich werde das so machen, dass wir das hier ganz kurz mal entfernen. Ich liebe es umzubauen. Ja. Und alle die Let's Plays von mir bereits kennen, wissen, ich kann da radikal mit dem Dampfhammer drüber ziehen und versuche das Ganze dann natürlich auch nach meinen Wünschen und aktuellen Vorstellungen umzubauen und da bleibt dann oft mal kein Stein auf dem anderen. Dementsprechend werden wir jetzt, das ist die falsche Straße, ich brauche das hier glaube ich, ja genau, dementsprechend
Da haben wir jetzt Platz genug, genau. Da schließen wir jetzt da an. Das können wir derweil so lassen. Meine Frage ist, was haben wir denn hier? Wir haben hier die Grundwasserpumpstation. Also wir holen uns hier Wasser. Das darf gern so bleiben, aber zwecks Optik so ein kleiner Kreisel hier drüber. Und dann haben sie das auch noch. Perfekt. Möchte ich Ihnen hier noch etwas anbieten? Nein, ich glaube, das reicht. Jetzt geht es auch schon weiter. Und zwar, die Nutztiere möchten gerne, ja genau hier, hier, Nutztiere. Ich würde das ganz gern da dran setzen. Da muss man jetzt aufpassen, weil das ist auch irgendwie verpackt. Genau so. Dann geht es auch schon los. Wir ziehen darüber, darüber, darüber. Darüber. So, hoppla. Zack, zack, genau. Jetzt holen wir uns hier diesen Anfasser. Ich möchte es nämlich anfassen. Und dann werden wir diesen Anfasser hier hinholen und das machen wir so. Und das ist immer noch ziemlich komisch hier. Und genau, dann möchte ich das gern so haben, das gern so. So nah natürlich und so viel wie möglich wir hier am Platz generieren können, das möchte ich natürlich alles ausnutzen. Machen wir es so. Wer nicht will, der hat schon. Dementsprechend machen wir das so. Ah, da ist. Jetzt habe ich es gesehen. Da ist genau die Straße im Weg. Aber ich denke, das ist eigentlich ausreichend. Hoppla, da kann ich noch so eine Möglichkeit. Machen wir das so. Das so und das können wir so lassen. Und jetzt müsste eigentlich die Nutztierproduktion ordentlich gepusht worden sein. Schauen wir mal nach. Ja, also jetzt haben wir definitiv einen Überschuss. Und die Nachfrage steigt nach Industrie, aber wir geben sich mit dem trotzdem noch nicht zufrieden, denn ich möchte ganz gerne auch noch Steine produzieren. Und Kohle können wir auch schon abbauen. Oh. Muss ich Kohle irgendwo? Öl, Erz, Holz. Warte mal, wie kann ich mir denn das am besten ansehen? Das ist Holz, das ist Stein. Kann an einem beliebigen Ort platziert werden. Auf natürlichen Erzvorkommen. Okay, das heißt hier und hier. Ah, hier wäre super. Wow, ich glaube, hier holen wir uns Kohle. Aber jetzt holen wir uns einmal Stein zuerst. Und den können wir ja eigentlich ja ohne weiteres hier reinsetzen. Oder wir gehen mit dem Stein generell woanders hin. Ich überlege gerade, wo wir das am besten hinsetzen könnten. Dort haben wir Kohle. Dort hätte man nämlich auch Kohle. Da hätte man ein riesiges Kohlevorkommen. Das ist schon. Ja, das wäre gar nicht so weit von unserem Industriegebiet. Weißt du was? Ich kaufe uns ein paar neue Kacheln. Wie viel darf ich denn kaufen? 11 Stück. 6, 9. Ich kaufe uns mal hier 9 so Stück. Und ich denke, das kann man jetzt eigentlich so lassen. So. Das
könnte man nämlich hier in die Berge, würde ich eh nicht weiter versuchen, mich auszubreiten. Jetzt holen wir uns da mal dieses Kohleteil. Setzen das da drauf. Hat keine Straße. Bekommt gleich eine Straße. Machen wir die hier. Gilt nicht als... So, mein Freund, wie und wann giltst du hier als angeschlossen? Ich denke eher, dass ich... Ja. Okay, dann machen wir es folgendermaßen. Jetzt ist es angeschlossen. Dann gehen wir dann nach drüben. Darüber. Ja, da müssen wir noch auf jeden Fall darüber. Darüber. Perfekt. Jetzt brauchen wir noch einen Anschluss. Direkt ins Industriegebiet hinein. Ja, das sieht gut aus. Das passt. Das gefällt mir. Oh, das sieht ja richtig imposant aus, das Teil. So, und jetzt werden wir dann noch ein bisschen nachjustieren. Und zwar natürlich alles, was wir noch bekommen können, möchte ich mal gern holen. Das geht einmal nicht. Das geht auch nicht. Dann bleibst du so. Aber du gehst definitiv darüber. Du gehst mir dorthin. Pass auf, das machen wir so, das machen wir so. Das Teil ziehen wir noch hier rüber, das Teil ziehen wir noch da rein. Und da holen wir uns natürlich auch noch alles, was wir bekommen können. Und da selbstverständlich auch. Können wir auch noch ein bisschen optimal. Hier und da und dort. Ja. Das nehmen wir noch mit. So. Gut. Sieht gut aus. Produziert ordentlich. Wie sieht es jetzt eigentlich hier in der Statistik aus? Das ist noch auch so eine interessante Frage. Oh, das Plus ist mal richtig cool. Ja, wir produzieren Überschuss, Überschuss, Überschuss. Was ist da mit den... Wir produzieren aktuell nur 1,5 Tonnen Stein. Haben wir da zu wenig Arbeitskräfte wahrscheinlich? Ja, eins. Einer nur. Ach so, da arbeitet nur einer in diesem Riesending. Ja, mir ist das ja eigentlich egal, wenn da nur einer drin arbeitet, aber... Echt jetzt? Bei 103% Effizienz haben wir nur 1,5 Tonnen pro Monat? Das ist doch Kohle. Das ist Kohle. Hm. Oh. Oh. Ja. Eine coole Sache. Läuft. Jetzt brauchen wir Stein. Stein brauchen wir ganz dringend. Oh, jetzt hat man einen zweiten dazu bekommen. Darf da jetzt noch einer arbeiten? Oh. Okay.
Das braucht also immer, 304 Leute passen da rein. Ja, wir kriegen ein Problem mit den Arbeitskräften, aber da werden wir gleich einmal entgegenwirken. Und zwar, ich würde hier an der Kaiserstraße gerne noch ein großes Haus bauen. Wird schon gebaut. So, dann geht der Bedarf wieder runter. Das ist nämlich günstiger Wohnraum. Dann sollte es eigentlich so weit kommen, dass die Leute, die jetzt ziemlich viel jammern, dass sie sich nicht leisten können, sollten dann dort nach drüben ziehen. Und dementsprechend wird es dann hoffentlich besser. Ja. Die jammern ja jetzt schon, dass sie hohe Miete zahlen müssen. Reich und jammert? Echt jetzt? Okay. Na gut. Dann jammert mal. Es ist Jammern auf hohem Niveau. Reich und jammern, dass die Miete, die Steuern zu hoch sind. Ist das herzig? Coole Sache. Ja, das gefällt mir. Das gefällt mir sogar sehr gut. Okay. Wir haben noch immer was zu tun, denn ich möchte ganz gerne jetzt auch noch ein wenig die Steinproduktion ankurbeln. Meine Frage ist jetzt, wie schaut es eigentlich aus mit den Bäumen? Ja, das sind zu wenig, das ist aber gar nicht so schlecht, da sind genug. Weil dann hole ich mir hier den Bereich und setze da Steine rein. Kann ich hier Steine reinsetzen? Na, ohne weiteres sogar Steine reinsetzen. Optimal, das machen wir auch. Das heißt, ich brauche noch eine Kachel. Und zwar die hier. Dann setzen wir hier. Ich weiß, das sind ziemlich viele junge Bäume. Aber wir geben ihnen dann hier irgendwo noch Bäume zurück. Wie sieht es denn hier eigentlich aus? Ja, David. Können wir da aufforsten? Hier ist ja eigentlich unser Gebiet. Warte mal. Das ist Park. Kommunikation. Da. Kiefern. Fichten. Pappeln. Edelkastanien. Was ist denn eigentlich optimales Holz? Das ist aber wurscht hier, glaube ich. Birken? Na, ich glaube Birkenholz. Kann man mit Fichten, Kiefern. Nimm mal Kiefern. Kiefern sind große Bäume. Da hätte ich gern Pinselgröße groß und volle Dichte. Und dann würde ich hier gern reinsetzen, was geht, wenn überhaupt was geht. Ist alles nicht so einfach. Okay, dann darf ich hier gar nicht selber aufforsten. Das mit den Steinen könnte man vielleicht noch regeln. Ja. Schauen wir mal, wie schaut es hier eigentlich aus? Wir haben aktuell, sieht man hier nicht eigentlich, wie viel Holz hier noch zur Verfügung steht? Glaube ich nicht, egal. Wir machen weiter. Ich möchte heute wirklich das System so weit ausnutzen, dass ich eben genug von allem habe, damit wir dann eben, falls wir noch irgendwie was brauchen an Rohstoffen, dass wir die dann auch jederzeit haben. So, Steine habe ich gesagt. Gut. Wir gehen da dran. Das machen wir mal so. Jetzt kriegen die noch eine Straße. Gerne wieder das hier. Ja, optimal. Nach vor und einfach nach unten. Danke. Und haben die eigentlich? Ja, die haben alles. Ja, die haben alles. Und jetzt geht's weiter und zwar Flächen. Da wird nichts her geschenkt. Es wird natürlich gleich die Industrienachfrage steigen. Ja, sie geht schon in die Höhe. Das hat am Anfang der Aufnahme war das noch etwas weniger.
Aber das ist ja auch gut so, dass die Nachfrage steigt. Lassen wir das einmal so, reicht uns das? Jetzt müssen wir das, glaube ich, ein bisschen einpendeln lassen. Produktion. Ja, das mit den Steinen. Also Kohle haben wir einmal kiloweise, tonnenweise. Mit den Hühnern? Hey, wir müssen immer noch Hühner kaufen, das gibt's doch nicht. Nutztiere, so viele Nutztiere. Apropos Nutztiere, wir haben das Problem, dass die, glaube ich, unzuverlässiges Postwesen, hohe Kriminalität, ich glaube, wir haben das Problem zusätzlich noch, dass die hier reichhaltige Freizeit, aha, doch, funktioniert doch. Dass wir immer noch zu wenig Hühnerfarmen haben, das kann ich mir gar nicht vorstellen. Das mit den Steinen muss ich auch noch einpendeln. Ja. Okay, das mit den Steinen ist jetzt besser. Und wir produzieren 95,9 Tonnen Nutztiere, müssen aber immer noch einkaufen. Ja, dann werden wir ganz einfach noch ein paar. Da werden wir dann noch eine Nutztierfarm hinstellen. Warum nicht? So. Gerne wieder so. Darf gern so bleiben. Da gehen wir da. Na. Da gehen wir da runter. Überlappend. Da. Schließen wir an. Da haben wir den Strommasten im Weg. Hoppa. Was bist denn du eigentlich? Ah, du bist ein Baum. Ja, das können wir sehen. Lassen wir das jetzt so. Sonst wird es gar ein bisschen zu mühsam. Da gehen wir noch darauf. So, und dann lassen wir das auch einpendeln und ich hoffe, dass das jetzt besser läuft mit der Produktion von Hühnern bzw. von Nutztieren. Ja, jetzt haben wir einen ordentlichen Bedarf. Was wir jetzt noch bräuchten, wäre Gemüse. Baumwolle würde man noch brauchen. Was haben wir denn hier noch? Kann ich das auch abbauen? Metallerze? Metallerze, glaube ich, kann ich noch nicht abbauen. Das kommt erst, genau, Metall und Öl kann ich erst abbauen, etwas später. Da hätten wir noch eine Nutzfarm. Oh, da oben könnte man noch eine Nutzfarm anschließen. Ich glaube, das werden wir sich dann auch vornehmen, aber nicht mehr in dieser Folge, denn wir sind bei 24 Minuten. Und ja, die Folge wird heute nicht allzu lange werden, aber ein bisschen machen wir noch, denn ich möchte noch schnell durchschauen, wie sieht es aus mit Wohnraum, braucht man noch was, Industrie könnte man jetzt noch ein bisschen anbieten, Platz hätten wir ja, das heißt, wir werden hier mal in unserem Stadtteil Rabenhof, was bist denn du eigentlich? Aha. Scheune, 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 das sieht auch nett aus, aber das brauche ich aktuell nicht. Da kommen sie über die Hauptstraße rein.
also über die Schnellstraße. Und wir wären jetzt da ganz einfach. Ja, da könnten wir eigentlich bei dem System bleiben. Wir haben das hier mit asymmetrischen Straßen, glaube ich, gelöst. Genau. Das können wir hier auch noch machen. Gerne so. Dann gerne so. Das machen wir so. Ja, von mir aus schließe ich das an. Wenn wir es brauchen, sehen wir dann eh. Sieht auch gut aus. Jetzt nehmen wir die normalen Straßen. Machen das so. Das so. Ja. Und dann schauen wir mal. Weil Industrie geht immer. Schauen wir mal, was sich da für Industrien ansiedeln. Wenn wir ihnen das hier so anbieten. Auf jeden Fall einiges. Ja, Nachfrage nach Industrie ist gerade immens nach unten gegangen. Jetzt geht die Nachfrage nach mittlerer Dichte nach unten. Die Nachfrage nach diesen geringen Dichtehäusern ist noch da. Aber ich möchte jetzt mal beginnen mit den großen Häusern. Was wir noch brauchen, schau mal das an. Das ist ja schon wieder echt interessant. Fertignahrung. Textilien, Fahrzeuge. Aber warum Fertignahrung? Ich denke doch Fertignahrung. Haben wir Fertignahrung? Nicht steuerlich. Besteuerung. Gewerbe. Fertignahrung. Ah, da sind wir sogar ein bisschen höher raufgegangen. Gehen wir mal runter auf 10%. Papier gehen wir runter. Fahrzeuge ist ein Luxusgut. Elektronik gehen wir runter. Kunststoff gehen wir runter. Chemikalien gehen wir runter. Textilien. Ja, Unterhaltung gehen wir auf 12%. Freizeit gehen wir auf 12%. Fahrzeuge dürfen gerne mal 15% sein. Schauen wir mal, ob sich da mit der Stellschraube dann ein bisschen was verändert. Wie schaut es hier aus? Finanzdienstleistungen, ja, die dürfen auf jeden Fall höher besteuert sein. Die Medien, denen gehen wir da jetzt noch ein bisschen was runter. Software und das hier. Wir haben gerade keine Nachfrage nach Gewerbe bzw. nach Bürogebäuden oder Bürogebieten. Was ich aber noch gerne machen möchte ist, okay, also wir haben mit der Post aktuell Postdienstverfügbarkeit. Aha. Dann geben wir Ihnen hier noch einen. Post am Bahnhof. Ja, warum nicht? Sollen wir Ihnen hier auch Post geben? Rein theoretisch ja. Ich denke mal, dass Firmen auch Geschäftsbriefe versenden müssen und das wird auch zum Postsystem gehören. Geben wir Ihnen da noch was. Hier noch was. Ja. Ja, und natürlich hier auf jeden Fall auch. Denen geholfen. Ja, dann gibt es hier noch einen Postkasten.
Und haben wir sowas eigentlich schon? Postamt? Na, Postamt kostet mir zu viel, glaube ich. Deswegen habe ich das zurückgedreht. Aber was wir ihnen anbieten könnten, wären die Funkmasten. Da müssen wir auf jeden Fall eine bessere Abdeckung zur Verfügung stellen. Da würde ich sagen, wir stellen einen Masten hier dran. Dann gibt es hier auch was. Was kostet das Ding überhaupt? 5.000 pro Monat Unterhalt. Das muss man schon aufpassen. Aber das Industriegebiet da oben braucht auf jeden Fall Internetanschluss, beziehungsweise, ja, das ist ein, ja, 3.000 Gigabit Funkmasten, ja. TV und Internet ist das, oder? Was? Drahtlos. Bandbreite, ja. Machen wir mal so. Stellen wir ihnen das da so hin. Und ja, jetzt sind wir natürlich schon ein wenig nach unten gegangen mit den, aber da müssen wir, denen müssen wir auf jeden Fall auch noch was geben. Die werden halt wahrscheinlich keine Freude haben, wenn die. Ja. Mittelgute Abdeckung. Fast gar keine. Die Kosten, ja, sind exorbitant gestiegen. Ist aber auch klar, denn die Funkmasten müssen auch unterhalten werden. Und hier haben wir immer wieder ein Stauproblem. Was wäre, wenn wir hier noch schnell das so machen? In den Kreisverkehr kann ich keinen... Wie fahren denn eigentlich meine Busse? Ah, da muss ich aufs Linientool klicken. Also hier brauche ich nicht unbedingt Busse. Wenn ich hier ein... Ja, das könnte man oder müsste man eigentlich sogar aufwerten, weil da so viel Verkehr ist. Dreispurig machen ist aber auch nicht so wirklich toll. Ja, wir haben hier definitiv ein Verkehrsproblem und wie wir das in der nächsten Folge lösen, schauen wir sich ganz einfach in der nächsten Folge an. Ja, klingt komisch, ist aber so in diesem Sinne. Wir sind am Ende der heutigen Folge angelangt. Man sieht, es klappt, denn wir hatten einmalig oder nicht nur einmalig, sondern wir hatten des Öfteren in dieser Folge eine positive Bilanz und jetzt ist das Minus auch nicht mehr so schlimm wie ganz am Anfang. Also, die Maßnahmen greifen, ob sie greifen, wie stark sie greifen, schauen wir sich dann in der nächsten Folge an. Großes Problem, Stau, dem werden wir sich auf jeden Fall widmen und der Rest kommt hoffentlich. Und wie immer hoffe ich, dass bald ein neuer Patch kommt, denn das Exportgeschäft mit dem Bahnhof wäre absoluter Gamechanger im wahrsten Sinne des Wortes. Mod-Unterstützung, das wollte ich noch sagen. Mod-Unterstützung gibt es mittlerweile. Die Modding-Community, auch ohne Steam Workshop, gibt ihr Bestes und da gibt es schon einiges an neuen Mods. Ich bin aber noch etwas vorsichtig und etwas skeptisch, denn es braucht nur ein neuer Patch kommen und ich warte dringendst auf einen neuen Patch. Aber es braucht nur ein neuer Patch kommen und dann ist das Ganze auch schon unter Umständen zerstört. Und diesen ersten Spielstand, das ist der erste Spielstand und den möchte ich nicht unbedingt verlieren. In diesem Sinne, wir sind am Ende der heutigen Folge angelangt. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Wenn es dir gefallen hat, würde ich mich wie immer über einen Daumen nach oben und ein Abo freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen schönen Tag, einen schönen Abend. Bis zum nächsten Mal zu Let's Play, Let's Design, Cities Skylines 2. Bleib gesund, Servus